Also das eine ist auf jeden Fall bunt. Ziemlich bunt. So, wir kommen zu unseren neuen Trikots. Da schicken wir direkt was vorweg. Das habe ich mir extra angekreuzt unten drunter. Wichtig. Beim Trikot haben wir Fans wieder die Möglichkeit, beim Hauptsponsor zwischen dem Originallogo in Gelb-Rot und einem Fanlogo in Blau-Weiß zu wählen. Wir präsentieren natürlich jetzt die Originaltrikots. Wenn ihr das lieber in Blau-Weiß haben möchtet, ist das überhaupt kein Problem. Das entscheidet ihr ganz alleine. Wir fangen an bei unserem Ausweichtrikot. Das Ausweichtrikot. Die Sonnenbrillen dürfen gezückt werden. Sagen wir mal, es ist relativ grell. Wenn Weiß nicht geht, wenn Blau nicht geht, spielen wir in dieser Farbe, die euch präsentiert wird von Matthias Ostschonek. Bitte schön. Matthias Ostschonek, einer unserer absoluten Aufsteiger des letzten Jahres. Er hat eine fantastische Saison gespielt auf der linken Seite. Und er sieht einfach geil aus, wie Bochumer. Das Ausweichtrikot des VfL Bochum wird euch präsentiert vom USB. Das ist nicht schlecht. So, Matthias, wie sieht denn da uns? Ja, warte, Hanska, da kommt auch direkt ohne Scheiß, das fasst du da wie Arsch auf einmal die erste Zeile von Herbert Grönemeyer. Du bist keine Schönheit. Nimmst dich persönlich super aus in der Farbe. Letztes Jahr war es grün, das Ausweichtrikot. Was hältst du jetzt von dem neuen? Das ist definitiv besser. Findest du besser als das grün aus der vergangenen Saison? Auf jeden Fall. Holland! Dein erster Gedanke, als du es gesehen hast? Schwierig bei Holland. Jetzt nicht mehr, du hast ja für so 21 schon gespielt. Also so ist es, werden wir nicht mehr abgeben. Mathis, wir drehen die Zeit jetzt mal ein Jahr zurück. Da warst du noch in der Amateurmannschaft und im Profibereich ist dein Name eigentlich noch gar nicht so richtig aufgetaucht. Ich zum Beispiel, ich kannte deinen Bruder, weil ich mit dem zusammengespielt habe. Ich habe zwar von dir dann auch gehört. Und auf einmal im Fußball geht alles so schnell innerhalb von einem Jahr nicht so eine Wahnsinnssaison hin. Ich sehe auch gerade die ganzen Viecher, die finden das auch super. Was ist das für ein Gefühl? Man wirklich, man muss das ja ganz klar sagen. Absolut einer der Aufsteiger der letzten Saison. Jetzt stehst du hier und präsentierst unsere neue Trikotmode. Was ist das für ein Gefühl? Beschreib das mal. Ist ein super Erlebnis. Ja, dass ich es letztes Jahr geschafft habe, ist natürlich sehr schön. Ich habe immer daran geglaubt, aber es sah lange Zeit nicht mehr so aus. Und ja, ist natürlich schön jetzt hier vor den Zuschauern, vor den Fans das neue Trikot zu präsentieren. Jedes Mal vor einer Saison nimmt man sich als Spieler ja auch Ziele. Man hat ja Ziele. Im letzten Jahr war das wahrscheinlich Stammplatz und dann mal gucken, ob was nach oben geht. Auf einmal ging alles rasend schnell. Was ist denn für diese Saison für Ziele? Weil jetzt musst du ja die Latte schon mal, ich mach mal eben die Viecher weg. Jetzt musst du die Latte ja ein bisschen höher hängen. Ja, wir wollen auf jeden Fall aufsteigen. Also das ist unser Ziel. Und ja, da wird sich jeder Spieler unterordnen. Und ja, dieses Jahr zählt nur der Aufstieg. Michael hat gesagt, es ging wirklich rasend schnell bei dir, was einige vielleicht gar nicht wissen, nach der Saison war ja für dich nicht Schluss. Du warst noch beim Lehrgang der U21, hast dementsprechend wenig Urlaub gehabt. Wie hast du die wenigen Tage, die du dann hattest, verbracht und konntest du ein bisschen abschalten? Bist du fit für den Trainingsstart morgen? Fit auf jeden Fall. Also, wenn ein Spieler nicht fit ist, dann weiß ich auch nicht. Also, man geht immer fit in die Saison. Der Urlaub war natürlich sehr kurz. Ich war eine Woche auf Mallorca, hab das gehört. Das klingt nach wirklich Regeneration. Ich war auch eine Woche, war super. Ich glaube, ich habe nicht das gemacht, was du gemacht hast. Ich bin nach Joggen. Ja, ja, und jetzt bin ich seit einer Woche wieder zu Hause, hab angefangen wieder für mich ein bisschen laufen zu gehen und ja, ich glaube, ab morgen bin ich topfit. Einer der Shooting-Stars der vergangenen Saison, mit dem wir mit Sicherheit noch ganz viel Spaß haben werden, vor allen Dingen, wenn er orange trägt. Dankeschön, Matthias Ostschonek. Weiter geht's, Ansgar. Das ist das Ausweichtrikot. Jetzt kommt das Auswärtstrikot. Ganz genau. So ist es. Ich darf aber schon mal versprechen, da bleiben wir den VfL-Farben dann doch treu. Präsentiert wird das neue Auswärtstrikot des VfL Bochum, auch von dem Shootingstar der vergangenen Saison. Herzlich willkommen, Mirkan Aydin. Mirkan, deine Bühne, bitteschön. Thank you.
Da sieht man, hier kann Heidi beim letzten Jahr schon hier, hat es schon verinnerlicht. Der kann das. Nächstes Jahr bei Heidi Klum. Wir wollen natürlich auch noch kurz über die Preise sprechen. Also, die Kindertrikots kosten jeweils 19,95 beziehungsweise, also die Short 19,95, das Trikot 49,95. Bei den Erwachsenen die Short 24,95 und das Trikot dann 59,95. Und die Schürzen gibt es natürlich auch zu dem Preis von 12,95 €. Wie gefällt dir das neue Trikot, Mirko? Also mir persönlich gefallen die Trikots sehr gut. Nike ist immer ein Klassiker und wenn man denkt, dass Mannschaften wie Manchester United und die Nationalmannschaft in Holland in ähnlicher Kluft auflaufen, dann beflügelt das dann noch mehr. Ja, farblich vor allen Dingen mit unserem Ausweichtrikot. Was fällt denn hier so oft Holland? Ich verstehe es nicht. Mirka, letztes Jahr standen wir auch da unten. Da warst du das erste Mal mit dabei, hattest schon ein paar Profi-Einsätze in der Saison davor gemacht. Und ich habe immer aus dem Umfeld gehört, der Mirka Aldin, das ist eine absolute Rakete, der wird irgendwann wirklich richtig zünden. Und so war es ja dann auch. Einer der absoluten Shootingstars, gerade in den letzten 10, 11, 12 Spielen, überragende Leistung. Was nimmt sich ein junger Mann wie du vor für die nächste Saison? Ja, einiges, ja. Auf jeden Fall die Leistung für diese Saison auch wieder zu bestätigen. Und ja, am besten nochmal zu übertreffen mit einer vernünftigen Vorbereitung. Und ja, ich denke, wenn ich dann noch fitter bin und ja, dann kann ich der Mannschaft noch mehr helfen, denke ich. Beeinflusst dich das so ein bisschen? Du hast ja mit Sicherheit auch mitbekommen, dass zwischendurch auch ein paar Scouts aus der Türkei auf der Tribüne gesessen haben, weil die von dir gehört haben. Beeinflusst das einen Spieler in der Leistung oder gehst du da ganz locker mit um? Nee, es ist normal in dem Geschäft. Ich gehe da ganz locker mit um. Aber mir war von vornherein klar, dass ich hier beim VfL bleiben will, weil man mir hier die Möglichkeit gegeben hat, im Profifußball Fuß zu fassen. Und deswegen denke ich, dass ich das dann auch in gewisser Weise dann auch wiedergeben sollte. Im Kicker-Sportmagazin, da gibt es immer so eine schöne Spielerei nach Abschluss einer Halbserie, da wird die Kicker-Rangliste erstellt. Du hast es bei den Zweitligastürmern direkt auf Platz 6 geschafft. Liest du sowas und wenn ja, beeinflusst dich das irgendwie? Macht dich das stolz oder ist es dir Latte? Also ich höre das jetzt zum ersten Mal, natürlich macht einen das stolz, aber sechster Platz ist nicht schlecht, aber kann man noch steigern, deswegen denke ich, dass ich in der nächsten Saison dann auch dran arbeiten kann. Dann sprechen wir uns wieder. Was man auf jeden Fall sieht bei unseren jungen Leuten, und das finde ich absolut klasse, da stimmt die Einstellung, die wollen was erreichen in der Zukunft, die wollen vor allem zusammen was erreichen. Und ich habe dich mal irgendwann mittags, bist du bei McDonald's reingekommen, habe ich gedacht, ach guck mal, was macht er denn da? Was hat er gemacht? Er hat sich einen Salat bestellt. Dankeschön, Mirka Aldin. Langweilig. Jetzt kommt das Heimtrikot. So ist es. Und wer anders als der Captain sollte das präsentieren? Wir präsentieren euch das neue Heimtrikot des VfL Bochum für die Saison 2011-2012. Das macht unser Kapitän. Hier ist Christoph Dabrowski. Gerade Maße mit über 1,90 schreitet er über unseren Catwalk. Der Mann, der unser Team führt. Ich bin absoluter Fan von dir, lange das weiß er. Ihr habt es natürlich eben auch schon gesehen, Trikots sind selbstverständlich hinten auch schon befloppt, also es gibt auch eine leicht veränderte Schriftart diesmal. Natürlich müssen wir als erstes fragen, was sagst du zum neuen Arbeitsdress? Ja, gefällt mir sehr gut, weil so eine gewisse Schlichtheit drin ist und ich denke, wir haben die letzten Jahre die ein oder andere Farbe dabei gehabt, die gewöhnungsbedürftig war und ich denke, jeder wird am Ende mit diesen Trikots zufrieden sein, weil diese gewisse Schlichtheit auch dabei ist. Aber letztendlich ist egal, was ihr anhabt, Hauptsache ihr steigt auf, oder? Ja, ich denke, wir werden voll angreifen. Wir haben leider auf den letzten Drücker den Aufstieg verpasst, aber werden natürlich alles dran setzen, um das jetzt, die Saison, die jetzt kommt, nachzuholen. Und ich denke, jeder freut sich. Wir haben eine sehr gute Stimmung aufgebaut. Ich denke, es hat eine Symbiose stattgefunden zwischen Stadt, Verein, Fans, Spieler, Mannschaft. Und das ist doch ein gutes Gefühl, so in eine Saison zu starten. Jetzt in der letzten Saison, lange war das ja so, man kann ja durchaus von einem schleichenden Umbruch sprechen. Da wurden also so nach dem Ingolstadt-Spiel, nach dem 1-4 zu Hause, wurde der ein oder andere Spieler hat den Verein verlassen.
und viele junge Leute sind neu dazugekommen. Jetzt kommen wieder sehr viele neue, talentierte, richtig gute Fußballer mit dabei. So ein alter Hauding wie du, der immer vorne weggeht, der hat ja dann auch eine ganz besondere Rolle eigentlich, oder? Ja gut, ich bin genauso Spieler wie jeder andere. Klar versucht man dann mit einem oder anderen Gespräch jemanden zu integrieren und mit ins Boot zu holen. Aber da hatten wir nie Probleme und da wird es auch keine Probleme geben. Ich denke, das sind alles gute Jungs, offen für alles und ja, wie gesagt, da haben wir, glaube ich, seit Jahren auch nicht die Probleme gehabt, wo es vielleicht woanders der Fall ist. Wie kurz standst du vor der roten Karte in den letzten 10 Minuten im Gladbach-Spiel? Du, das weiß ich nicht. Ich denke, die Emotionen waren sehr hoch und man wird sich auch ärgern können über gewisse Schiedsrichterentscheidungen, die mit Sicherheit auch nicht immer glücklich waren und ja, ich denke, ohne Emotionen geht es einfach nicht. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, als Fan unseres VfL, wir waren absolut stolz auf euch und ich bin mir sicher, dass ihr im nächsten Jahr den Aufstieg schafft. Eine kurze Frage muss ich noch stellen. Wir haben eben schon gesagt, Slavo kennt Lukas noch aus Leverkusener Zeiten. Bei dir ist ganz interessant, du hast in Bremen noch mit Jens Topp zusammengespielt. Ich weiß nicht, ob er noch zuhört. Haben wir da einen guten Fang gemacht? Was ist denn das für einer? Das ist jetzt eine Fangfrage hier, ne? Ich weiß. Ich meine, ich... Die nachfolgende Sendung verschieden. Ist ganz einfach zu beantworten. Der Jens ist ein ganz ehrlicher, seriöser, loyaler Typ, mit dem man hervorragend zusammenarbeiten kann. Und ja, ich habe ihn als Spieler kennen und schätzen gelernt. Ich war damals junger Spieler. Und da hat man natürlich auch ein bisschen hochgeschaut und sich das ein oder andere abgeguckt von den älteren Spielern. Und ich denke, wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, dann hat mit Sicherheit der Umgang damals auch nicht geschadet. War die Antwort okay? Okay. Aber wir haben auch mit nichts anderem gerechnet. Also, so sieht's aus. Das neue Trikot, wie gefällt's euch? Kurzer Stimmungstest. Ja, das ist positiv. Kommt ganz gut weg. Wir holen natürlich alle nochmal nach vorne. Zum einen, um die Pressefotografen auch glücklich zu machen, könnt noch den einen oder anderen Schnappschuss machen. Natürlich ihr auch mit euren mitgebrachten Kameras. Und nicht zu vergessen, die Jungs sind natürlich nicht sofort weg, sondern stehen noch für Autogrammwünsche zur Verfügung. Setzen sich gleich da vorne hin. Eine Bitte nur in Sachen Autogrammwünsche gleich. Hier sind auch viele Kids dabei, also nehmt ein bisschen Rücksicht. Die Jungs haben Zeit mitgebracht. So brechend voll ist es ja jetzt hier nicht, als dass man gleich drängeln müsste. Und vor allen Dingen... Hört auf unseren Ordnungsdienst. Also und eine Info habe ich auch noch für euch. Entschuldigung, Ansgar, wenn ich unterbreche, weil es kam gerade eben von der Seite. Falls es gleich anfangen sollte zu regnen, brecht nicht in Panik aus. Wir schieben dann einmal die Autogrammstunde da hinten unter die Überdachung von Karstadt, sodass ihr auch alle im Trockenen steht. Und die Jungs bleiben auf jeden Fall so lange, bis ihr alle euer Konter, bis die Jungs ihr Konterfei unter die Karten gesetzt haben. Die Presse macht noch ein paar Fotos von den fantastischen neuen Trikots. Ansgar, wir freuen uns auf die nächste Saison. Wir freuen uns auf die nächste Saison. Es sind ja auch ein paar interessante Testspiele. 9.7. glaube ich, gegen die Rangers aus Glasgow im Revierpower-Stadion. Und eine Woche später geht es ja dann schon los. 15.7., das ist ein Freitag, da beginnt die offizielle Zweitligasaison. Noch wissen wir nicht, wann und vor allen Dingen gegen wen wir starten. Das werden wir aber nächsten Dienstag wissen. Nächste Woche Dienstag, das ist der 21.6. Da gibt es dann offiziell von der DFL, von der Deutschen Fußballliga, den neuen Spielplan. Also dann können wir schon mal gucken, welche Heimspiele wir zum Beispiel aufgrund von Urlaub dann im September bei mir verpassen werden. Ist nun mal so, Urlaub ist gebucht. Wir wünschen dir viel Spaß. Wir wünschen euch viel Spaß noch mit der Autogrammstunde und natürlich mit unseren neuen Trikots. Karstadt hat die Pforten offen, wenn ich da richtig informiert bin, Ansgar. Ihr könnt euch also direkt ein Trikot mitnehmen. Und wie gesagt, noch einmal, dass ihr es nochmal gehört habt, auch wenn wir es schon gesagt haben. Ihr entscheidet, welches Logo ihr vorne drauf haben wollt, ob das Gelb-Rote oder das in Blau-Weiß. Wir sagen Tschüss, bis demnächst im Stadion, freuen uns auf die neue Saison und auf den Aufstieg. So ist es, macht es gut, schönes Wochenende. Ja.